Bevor wir mit dem Video starten, vergiss nicht zu liken, zu teilen und zu abonnieren. Also dann, los geht's! Willkommen zu einem Video 10 seltsame Grenzen in der Welt. Nummer 10. Mount Everest. Der Mount Everest ist heute nicht nur der höchste Berg der Welt, sondern auch das höchste Grenzgebiet der Welt. Die Grenze zu Nepal und die Grenze zu China verlaufen direkt über die Mitte des Berges. Dazu gehört auch der höchste Gipfel des Berges. Nach den offiziellen Grenzen gehört der Berg sowohl zu China als auch zu Nepal. Nummer 9. Das Four Corners Monument. Das ist der einzige Ort in den Vereinigten Staaten, an dem 4 Bundesstaaten an einem Punkt verschmelzen. Wenn Sie das Monument besuchen, können Sie buchstäblich von Utah nach Colorado, nach New Mexico, nach Arizona und dann wieder zurück nach Utah springen. Da die Grenzen in diesem Gebiet so nah sind, gibt es in der Gegend weder Telefon, Strom noch fließendes Wasser. Es gibt auch nur sehr wenige Geschäfte und Tankstellen im Umkreis von 48 Kilometern um das Monument. Nummer 8. Grenze zwischen Baden-Nassau und Baarle-Hertog. Die Grenze zwischen Baarle-Nassau liegt in den Niederlanden und teilt sich eine Grenze mit Baarle-Hertog. Baarle-Hertog besteht aus 26 getrennten Grundstücken und ist von Baarle-Nassau umgeben. Die Grenze ist so kompliziert, dass es Häuser gibt, die zur Hälfte auf der einen und zur Hälfte auf der anderen Seite der Grenze liegen. Alle umliegenden Gebiete haben sehr seltsame Grenzen. Die Grenzen auf dem Foto zeigt einen Restaurantbereich auf der niederländischen Seite der Grenze und nichts auf der belgischen Seite. Nummer 7. Der District of Columbia. Der District of Columbia hat sehr merkwürdige Grenzen. Ursprünglich hatte er die Form eines großen Diamanten, der aus Maryland und Virginia herausgeschnitzt wurde. Später wurde der aus Virginia entnommene Teil an den Staat zurückgegeben. Die Größe und Form des Gebietes hat seltsame Züge. Um eine Grenze zu schaffen, wurden 100 Steine um das Gebiet gelegt. Abgesehen von ein paar fehlenden Steinen existiert die Grenze heute noch. Die Grenze ist auch in anderer Hinsicht einzigartig, wenn Sie auf einen Bürgersteig auf der Eastern Avenue auf der Nordseite der Straße gehen, auf der Sie sich in Maryland befinden. Die Straße selbst befindet sich im District of Columbia. Das Geschäft auf der einen Straßenseite hat eine Vorwahl von Maryland und die Geschäfte auf der anderen Seite haben eine Vorwahl des Districts of Columbia. Nummer 6. Die spanisch-marokkanische Grenze. Ceuta ist eine kleine autonome Stadt in Spanien. Sie liegt am Mittelmeer in Nordafrika und ist von Marokko umgeben. Marokko beansprucht Ceuta zusammen mit der Stadt Melilla. Gepaart mit der Flut an Flüchtlingen baute Spanien einen Zaun, der fast 3 Meter hoch ist und mit Stacheldraht überdeckt ist. Nummer 5. Die koreanische Entmilitarisierungszone. Die koreanische DMZ ist ein etwa 257 Kilometer langer Streifen Land. Es ist das Gebiet, das Südkorea und Nordkorea voneinander trennt und gleichzeitig die am stärkst militarisierte Grenze der Welt ist. Dass sie so stark bewacht wird, geht niemand jemals in dieses Gebiet. Die Tatsache, dass niemand die Grenze jemals durchquert, wurde im Zuge dessen ein Naturschutzgebiet geschaffen, das viele gefährdeten Arten ein Zuhause bietet. Nummer 4. Tumenfluss. Der Tumenfluss liegt in Nordostasien. Dies ist eine sehr seltsame Grenze, denn wenn man in Nordkorea zu Fuß losgeht, kann man etwa 0,8 Kilometer zu Fuß gehen und ist dann durch China bis nach Russland gelangt. In Anbetracht der Sicherheitsprobleme wollen sie dies aber wahrscheinlich nicht versuchen, da dies ein Gebiet war, in dem Nordkoreaner häufig übergelaufen sind, wird es jetzt stark von nordkoreanischen Soldaten patrouilliert. Nummer 3. Die Diomedes. Die Diomedes sind zwei Inseln in der Beringstraße. Auf der kleinen Diomedes ist die amerikanische Stadt Diomedes mit einer Bevölkerung von nur 146 Einwohnern. Die große Diomedes gehört zu Russland und niemand lebt dort. Die Inseln sind nur 2,5 Meilen voneinander entfernt und sie sind durch die internationale Datumsgrenze getrennt, die als Grenze zwischen Russland und den Vereinigten Staaten fungiert. Diese Grenze ist besonders selten. Denn wenn Sie auf der kleinen Diomedes am Samstag um 9 Uhr morgens sind, wäre es am Sonntag um 6 Uhr morgens auf der großen Diomedes. Nummer 2. Birtavil. Birtavil ist ein Stück Land, das etwa 2060 Quadratkilometer groß ist. Und es ist das einzige Landstück außer der Antarktis, das von keiner Nation beansprucht wird. Obwohl der Sudan als auch Ägypten haben beide behauptet, dass dieses Landstück nicht ihnen gehört. Jeder Ort hat seine eigenen Grenzen für dieses Gebiet gezogen. Und jede unterschiedliche Zeichnung zeigt, dass das Gebiet zu zwei verschiedenen Orten gehört. Nummer 1. Derby Lion, Vermont. Dies ist eine sehr seltsame Grenze, die zwei verschiedenen Länder trennt. Die Stadt Derby Lion erstreckt sich eigentlich über die Grenze zwischen den Vereinigten Staaten und Kanada. Sie verläuft mitten durch die Stadt und sogar durch bestimmte Häuser und Gebäude. In einigen Häusern bereitet die Familie ihre Mahlzeiten in den Vereinigten Staaten zu und sie essen in Kanada. Die kostenlose Haskell-Bibliothek und das Opernhaus wurden absichtlich an der Grenze gebaut. Wenn Sie im Opernhaus auftreten, sind Sie in Kanada. Wenn Sie die Show sehen, sind Sie in den Vereinigten Staaten. Dieses Gebäude hat sogar zwei Postanschriften. Eine in den Vereinigten Staaten und eine in Kanada. Liked, teilt und abonniert, falls euch das Video gefallen hat.
Und vergiss nicht, die Glocke zu klicken, damit ihr keine Videos mehr von mir verpasst. Also dann, ciao und auf Wiedersehen, euer Eva aus dem 2 Let's Play. Alles David von Bros TV. Haut rein!